sowohl an der Hand als auch am Fuß verletzt zu sein. Das ist somit das Schlimmste, was meiner Meinung nach einem Bergsportler an Alltagsverletzungen so passieren kann. Es gibt viele schlimmere Dinge, aber das ist schon, das ist so einschränkend, wenn man gar nichts mehr machen kann. Wenn man sich nur am Finger verletzt, kann man noch laufen, kann man noch in die Berge gehen. Wenn man sich nur an den Füßen verletzt, kann man vielleicht noch klettern oder zur Not ein Hangboard-Training machen. Aber wenn man sowohl die Füße ruiniert hat, als auch die Finger, dann kann man wirklich gar nichts mehr machen. Das tut nur noch weh. Das hier, das kann ich mir in nächster Zeit sparen. Das hier, das kann ich mir in nächster Zeit auch sparen. Okay, was ist eigentlich konkret passiert? Vor exakt zwei Wochen habe ich euch ja erzählt, ich hatte eine sehr durchmischte Woche. Mein Tagebuch war ja wieder fällig und dabei ist mir am Freitag was Blödes passiert. Zum einen habe ich mir am Tag davor so den Finger gereizt, dachte mir, das ist nichts Schlimmes. Und zum anderen habe ich mir beim Auffangen eines Sturzes eine schwere Fersenbeinprellung zugezogen mit einem Schaden an der Sehne zusätzlich noch dazu. Das ist natürlich sehr praktisch. Und das alles habe ich erst diese Woche erfahren. Letzten Sonntag gab es deshalb auch kein Tagebuch. Ich wollte euch aber heute eigentlich was anderes erzählen. Wir wollten ja eigentlich letzte Woche schon über Tracking reden und über Tracking-Agenturen. Und ich möchte euch heute was dazu erzählen aus meinen persönlichen Erfahrungen. Und viele von euch wollen ja auch irgendwann mal tracken gehen und wollen auch irgendwann mal bei den großen Bergen vielleicht die großen Berge umrunden, vielleicht auf die großen Berge raufgehen oder sonst irgendwas machen, was nicht in Österreich, Deutschland, Schweiz oder Italien stattfindet, wo man alles ja so ein bisschen kennt und unter Kontrolle hat und das System des Tourismus auch so ein bisschen verstanden hat. Da gibt es ja Agenturen und Organisationen, die einen da sehr gerne zur Seite treten, nämlich so Tracking-Agenturen, aber auch so Reisebüros im Prinzip, die einfach nur für so Outdoor-Geschichten gemacht wurden. Da gibt es viele große Namen, ich möchte jetzt keinen nennen, im Prinzip funktionieren sie auch alle gleich. Die Idee ist, sie haben Connections in ein Land, beispielsweise ihr wollt nach Nepal gehen, tracken und wollt zum Everest Base Camp. Dann habt ihr sozusagen googelt erstmal danach und dann findet ihr Agenturen, die das anbieten und werdet dann schnell auf Agentur XYZ stoßen. Und die hat sehr viele Connections in dieses Land und die kennen dort sehr viele Leute. Und ihr geht zu denen und sagt so, ich würde gerne dort was machen. Die melden sich bei denen und dann macht ihr euch einen Termin aus und sie sind im Prinzip immer der Vermittler. Es bildet sich quasi so ein Dreieck. Da seid sozusagen ihr, da ist die Agentur und da ist das eigentliche Team vor Ort, das das dann ausführt. Und sie hier vermitteln euch eigentlich nur die hier und haben sonst mit dem Ganzen nicht viel zu tun. Sie nehmen das Geld, verteilen das Geld dann und organisieren ein paar Sachen, aber unterm Strich tun sie nicht mehr, als euch zu sagen, wie die heißen und wo ihr sie treffen müsst. Dafür bezahlt ihr denen hier aber unfassbar viel Geld. Viele von euch werden jetzt sagen, naja, aber so viel Geld ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist doch einfach das, was es ist, wert. Also da gibt es halt ein paar, die sind ein bisschen teurer, ein paar, die sind ein bisschen günstiger. Kommt doch immer ein bisschen darauf an, was für einen Service man dazu nimmt. Und damit liegt ihr grundsätzlich auch vollkommen richtig. Aber ich möchte euch heute die Perspektive der Agenturen so mitgeben, die vor Ort sind. Weil das ist für manche vielleicht auch ganz spannend, denn zwei Punkte sind leider sehr häufig, ich kann nicht sagen immer, aber sehr häufig der Fall. Erstens mal, vieles von dem Geld, das sie normalerweise bekommen würden, die Agenturen, wenn ihr sie sozusagen direkt kontaktieren würdet, kommt letztlich bei der Agentur nicht an. Extrem viel, also sie werden letztlich schlechter bezahlt, als wenn ihr sie direkt kontaktieren würdet. Die Margen, die diese Reisebüros machen mit diesen Agenturen und mit diesem Angebot, sind so viel, viel höher, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Wir wollen auf Berg XY. Der Berg kostet inklusive Anreise, also inklusive Flug dorthin, relativ teuer, kostet 3.700 Euro. Das war jetzt das Angebot, das ich mal gesehen habe. Nur Logistik im Prinzip, nichts im Sinne von, also es war für eine Expedition, nicht für ein Tracking. Für Trackings gilt aber exakt das Gleiche. 3.700 Euro. Wenn man diese Leute, die dort vor Ort, die Agenturen, die größten Agenturen vor Ort kontaktiert, direkt, kommt man inklusive Flug bei 1.900 Euro aus. Das ist eine Spanne von 1.800 Euro, die mit pro Person
irgendwo hier verloren geht. Wo auch immer. Aber der Punkt ist, ihr habt von diesen 1.800 Euro Mehraufwand, habt ihr im Prinzip nicht viel, wenn ihr, ich sage jetzt mal, ein pflegeleichter Kunde seid. Wenn ihr einfach nur sagt, ich will das machen, buchen, zahlen, fertig, ich freue mich auf die Reise und warte, bis es losgeht. Dann sind diese 1.800 Euro Mehraufwand komplett useless. Aber auf der anderen Seite, und das muss man jetzt aber der ehrlicherweise der Vollständigkeit halber erwähnen, das große Problem ist, was es leider sehr oft gibt, Agenturen, Local-Agenturen, arbeiten sehr oft mit Menschen zusammen, die vielleicht aus der Familie oder aus dem Freundeskreis kommen, die aus dem gleichen Dorf kommen, beispielsweise in Nepal ist das sehr oft der Fall. Da gibt es dann das Problem, dass die leider sich untereinander sehr, sehr schlecht bezahlen, dass die Arbeitsbedingungen sehr, sehr schlecht sind. Und große Agenturen haben theoretisch die Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen und zu sagen, wir möchten nur mit Firmen arbeiten, wo beispielsweise ein Träger nicht mehr als 20 Kilo trägt oder nicht mehr als 10 Kilo trägt, wie auch immer. Bei einer kleinen Agentur, local, die ihr direkt kontaktiert, ihr fliegt einfach hin und schaut, ob ihr irgendwo jemanden findet. Und da werdet ihr in den meisten Ländern dieser Welt immer irgendjemanden finden. Also ihr könnt auch durchaus spontan irgendwo hinreisen und schauen, ob ihr irgendwo eine Agentur findet. Es gibt sie zu 100. Also es ist wirklich nicht so, dass es da einen Engpass gibt bei diesen Local Guides und diesen Local Agenturen. Ihr geht dahin und dann kann es halt sein, dass er sozusagen so viel Geld wie möglich dann mit euch verdienen will und reduziert dann sozusagen die Träger beispielsweise oder was auch immer so runter, dass ein Träger vielleicht nur noch mitkommt, aber der muss dann 30 Kilo schleppen beispielsweise und dem geht es deutlich, deutlich schlechter. Es ist also immer so ein Hin und Her und man kann nicht sagen, dass das eine oder das andere schlechter ist. Aber wichtig ist, dass eine Regel immer gilt. Ihr könnt unmittelbar niemals von der Ferne aus, von zu Hause aus sagen, ob eine Agentur moralisch und ethisch einwandfrei handelt oder nicht. Selbst wenn sie groß plakatieren, wir sind die Besten, wir arbeiten nur unter menschlichen Umständen mit den Leuten zusammen und so weiter. Das kann immer noch der größte Bullshit sein. Ihr könnt das nicht nachweisen und vor allen Dingen diese Labels und diese Texte, die sich diese Agenturen selber auf die Brust schreiben, die können alles bedeuten. Ihr könnt Agenturen von der Ferne sowieso nicht überprüfen. Das heißt, ihr müsst diesen Agenturen schon einen unfassbaren Vertrauensvorschuss geben, damit ihr überhaupt die Chance bekommt, selbst euch ein Bild davon zu machen, ob eine Agentur ethisch korrekt handelt oder nicht. Und deswegen sollte man sich gut überlegen, ob man dieses Mehrgeld, diese teilweise 50%, die du nur für die Agentur abdrückst, für die Verwaltung, für die Bürokratie, die du da quasi alles auslagerst, ob dir das wirklich wert ist. Denn ich persönlich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn man mit Agenturen und Guides vor Ort zusammenarbeitet, ist die Zusammenarbeit sehr viel schöner. Ich möchte an dieser Stelle auch von Peace Nepal Tracks alle grüßen, alle im Prinzip, weil alle Leute dort wahnsinnig tolle Menschen sind und ich hatte sehr viel Spaß mit denen bei meinem letzten Nepal-Aufenthalt. Das sind großartige Leute. Da hat keine Agentur mitgespielt oder sonst was. Das war einfach ein Guide oder so eine Guide-Gruppe im Prinzip, die sich selbst organisiert hat zu einer Agentur. Und das sind super nette Leute und das sind super tolle Leute. Und ich habe dafür keinen Vermittler gebraucht oder sonst was. Man braucht ein bisschen Englischkenntnisse, aber sonst braucht man eigentlich schon gar nichts. Und vor allen Dingen, wenn man vor Ort bucht oder wenn man sich mit Agenturen oder Organisationen vor Ort auseinandersetzt, auch wenn man noch zu Hause ist, dann kann es trotzdem sein, dass man insgesamt das viel, viel bessere Erlebnis hat. Weil diese Menschen, egal wo auf der Welt, diese Menschen schätzen es sehr, wenn man sich die Mühe macht, sie selbst aufzuspüren im Internet. Und das merkt man ihnen letztlich auch wirklich an. Sie verdienen mehr Geld an dir und sie nehmen sich dann dadurch aber auch mehr Zeit für dich, weil sie dich als Kunden dadurch auch mehr wertschätzen. So funktioniert dieses Business eigentlich. Und das ist egal, ob das auf Trackings bezogen ist, Expedition, es funktioniert überall gleich. Es ist eigentlich immer dasselbe. Länderübergreifend, disziplinübergreifend, es ist praktisch immer dasselbe. So, jetzt habe ich euch viel erzählt, aber ja, gut. Leider, es wird leider nicht spannender. Ich bin halt immer noch Multi-Invalide, oder wie soll man das nennen? Naja, wir sehen uns jedenfalls nächste Woche wieder, am Sonntag. Mal schauen, was bis dahin wieder geht. Ob da überhaupt irgendwas wieder geht, mal schauen.
Nächsten Sonntag fällt nochmal aus, weil es gibt wirklich nicht viel zu zeigen. Ihr seht es schon. Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder irgendwie was machen kann oder mehr machen kann und dass wir uns in 2 Wochen am Sonntag wiedersehen. Ich lasse mir für den Sonntag, den wir sozusagen verpassen, vielleicht noch irgendwas anderes einfallen. Wenn mir etwas einfällt, ihr könnt mir auch gerne Ideen dazu in die Kommentare schreiben, falls ihr mal ein Video, ein komplett aus dem Zusammenhang gerissenes Video haben wollt, wo ich euch über irgendwas was erzähle oder, keine Ahnung, irgendwas zeige. Irgendwas, was man mit 9 Fingern und einem Bein machen kann. Das wären die Rahmenbedingungen. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Bergheil.